Ich wurde auch schon freundlicher eingeladen. Ich bin Cassandra Pendergast, Sucherin der Kirche. Und nach was genau sucht ihr? Dem Champion. Welchem? Ihr wisst genau, warum ich hier bin. Es wird Zeit, dass ihr anfangt zu reden, Zwerg. Angeblich sollt ihr ziemlich gut darin sein. Was wollt ihr wissen, ne? Alles. Und zwar von Anfang an. Oder später müssen wir kämpfen. Dann kann es auch hier sein. Mach dich bereit. Macht euch bereit! Ewig so weitermachen. Vielleicht geht ihnen ja irgendwann die dunkle Brut aus. Da kommen sie. Soll ich sie mit meiner Klinge bekannt machen? Du gestattest? Kein Ende! Unsinn, so hat es sich nicht ereignet. Entspricht das etwa nicht dem, was ihr gehört habt, Sucherin? Ich interessiere mich nicht für Geschichten. Ich suche die Wahrheit. Wieso denkt ihr, ich kenne die Wahrheit? Lügt mich nicht an! Ihr kanntet sie schon noch, bevor sie zum Champion wurde. Selbst wenn, weiß ich dennoch nicht, wo sie jetzt ist. Wisst ihr überhaupt, was hier auf dem Spiel steht? Lass mich raten. Eure kostbare Kirche liegt in Trümmern und hat die Welt an den Rand eines Krieges gebracht. Und ihr braucht die einzige Person, die das wieder in Ordnung bringen kann.
Der Champion stand im Zentrum all dessen, als es begann. Wo sie auch sein mag, erzählt mir bitte alles, was ihr wisst. Habt ihr keine Angst, ich könnte einfach etwas erfinden. Ganz bestimmt nicht. Ihr müsst die ganze Geschichte hören.
Die Verderbnis kam über Ferelden. Dunkle Brut strömte aus der Wildnis und prallte bei den Ruinen Ostergars auf die Armee. Die Schlacht war verheerend. Von seinen engsten Vertrauten verraten, fiel König Kaelin gemeinsam mit seinen Männern. Ungehindert marschierte die Horde dem Dorf Lothering entgegen. Das Dorf brannte und viele Unschuldige fanden den Tod. Die Familie des Champions konnte gerade noch fliehen.